aufpassen. So hat das Louis Paron gesagt. Wenn wir aufpassen, dass der Mecke den nochmal zu Boden drückt, dann würde er in einen Punkt abziehen. Als der Minister gerade aus der Ecke angebracht. Emanuel Stewart fordert mehr Arbeit vom Tischturm. Er fordert den Aufwärtshaken. Er kann sich dann mehr konzentrieren, meine Schläge. Schafft seinen 50. K.O. Aber diese Seitwärtsbewegung, wenn er rangeht, Moment, das war eigentlich nicht schlecht, da muss er eben auch schlagen. Und er darf nicht so offen dastehen, aber das weiß er jetzt auch und er hat auf den harten Weg gelernt. Diese Kombination von Klitschko und Moment am Boden und dann völlig richtig von Louis Paron, den Kampf dann hier zu beenden und nicht nochmal freizugeben in der Hoffnung, dass er sich da vielleicht doch nochmal erholen kann. Wladimir Klitschko nochmal ein Treffer da oben an der Stirn von Norweger, aber das war jetzt ein freundschaftlicher Klaps. Tja, 20. EM-Kampf erfolgreich, er bleibt die Nummer 1, hier schauen wir nochmal drauf. Also, Moment guckt, Moment will die Deckung geschlossen halten, es kommt die linke, es kommt die rechte und dann steht er da und bettelt förmlich um den letzten Treffer und Wladimir Klitschko tut ihm den Gefallen. Linker Haken, ja, da ist er schon mehr oder weniger K.O. und dann kommt die linke nochmal hinterher und da weiß er, das hier hat einfach keinen Zweck mehr. Der 50. K.O., der 60. Sieg, der 20. WM-Fight und wenn man da so ein bisschen drauf schaut auf die Zahlen, die da noch möglich sind, wenn man noch ein paar Rekorde brechen will. Joe Louis, 27 WM-Kämpfe, Muhammad Ali, 25, Larry Holmes auch, das sind die drei, die dann noch einige Kämpfe über Wladimir Klitschko in der ewigen Rangliste stehen, aber in dieser Form, wenn die Gegner stärker werden und sich irgendwas einfallen lassen,